Rupire Töne schlägt dagegen der deutsche Ägypter Hamed Abdus Samad an, der Sohn eines Imams, angeblich der Sohn eines Imams, hat der tut ja auch so, als wenn er in Ägypten bekannt wäre, dabei kennt ihn da kein Mensch, ne? Außer ein paar Insider. Bemerkenswertes Buch des vergangenen Jahres vorgelegt, das immer noch in der Bestsellerliste steht. Er will den Stammvater des Islam aus seinem übergeschichtlichen Himmel holen. Viele Muslime sind noch heute Gefangene der mysteriösen Figur Mohammed, die im 7. Jahrhundert gelebt hat, schreibt der Politologe. Ja, genau, Politologe, der sollte besser bei seinem Thema bleiben. Aber auch der historische Mohammed ist ein Gefangener. Übrigens kann ein Hamed Abdus Samad gar nicht über den geschichtlichen Mohammed reden, weil er keine Ahnung von islamischer Geschichte hat, sondern weil er von anderen Leuten abschreibt. Ja? So. Wie ich eben schon gesagt habe, wer noch nicht mal weiß, dass der Prophet bei der Schlacht von Badr kein Speer geworfen hat, sondern Sand geworfen hat. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ja, der sollte nicht über islamische Geschichte reden. Aber übrigens, warum widerlegt ihr das? Warum widerlege ich den überhaupt? Hashbash, Schiite, wo seid ihr? Wo seid ihr, Kollegen, Freunde der Sonne? Viele Muslime sind heute berührt. Der übertriebene Verehrung des Anspruchs der Muslime an seine Unantastbarkeit. Das ist deine Behauptung. Gleichwohl scheut Abdus Samad vor harten Worten nicht zurück. Er beschreibt den historischen Mohammed als Kriegsfürsten, der Frauen konsumierte wie ein durstiger Mann, der Salzwasser trinkt. Der Einzige, der Frauen konsumiert wie ein durstiger Mann, ist eventuell der Hamed Abdus Samad. Also er beschreibt ja selber in seinem Buch Abschied vom Himmel, wie er nach Deutschland gekommen ist und von den ganzen Frauen verführt wurde. Ja? Also wenn der Prophet Mohammed a.s. die ersten 40 Jahre, ach was rede ich, 40 Jahre, die ersten 50 Jahre seines Lebens monogam gelebt hat, dann war sicherlich keiner, der die Frauen so konsumiert. Also ich meine, im ganzen Leben mit etwas mehr als 10 Frauen geschlafen zu haben, als ein Herrscher von einem Land, der so viele Frauen haben kann, wie er will, das ist wohl nicht gerade viel. Aber wissen wir nicht, wie es bei ihm ist, Herr Abdus Samad. Klar ist, Abdus Samad ist ein Pionier. Gerade weil er das Heilige hinterfragt. Und ist überhaupt gar kein Pionier. Guck mal hier, wie sie ihn wichtig machen. Guck mal, jetzt, Leute, Muslime, wach werden, hier. Mohammed Roshide wird gelobt und Hamed Abdus Samad wird gelobt. Warum? Ja? Weil man den Islam kaputt machen will. So, da muss man langsam auch mal wach werden. Warum loben die den? Er ist ein Pionier, ist kein Pionier. Hamed Abdus Samad ist jemand, der vom Islam abgefallen ist und schlecht über den Islam redet. Da gab es schon vorher viele, die das getan haben. Er ist kein Pionier. Dann ist Salman Rushdie eher ein Pionier. Das ist Schwachsinn, ist das. Dummes Gesabbel. Aber das zeigt, dass man ihn wichtiger machen will, als er ist. So, dann. Zuletzt siegte der Christenkönig Heraklius auf ganzer Linie. Am 21. März 603 schleppte er das zurückeroberte Kreuz des Herrn in Triumphzug durch die Gassen von Jerusalem. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt hierzu sagen wollte. Weiter im Text, 21. Punkt. Zwar tut der Koran an vielen Stellen so, als wären die Araber des 6. und 7. Jahrhunderts Heiden gewesen. Die Suren erwähnen Djinnen und böse Geister, von denen Wein trinken und Glücksspiele hörten, lästerlich auf die Knie fielen, doch wahrscheinlich läuteten Glocken im Sandmeer. Dutzende verfallene Kirchen haben Archäologen inzwischen entdeckt, angeblich. In Kajat al-Faw, östlich von Mekka, fanden Ausgeber eine Art Wüstenvatikan. Das ist auch wieder diese Taktik, so zu tun, ja, als wenn die Muslime eine bestimmte Sache glauben, die sie, und dann so zu tun, als wenn man jetzt etwas anderes gefunden hat, was diesem Glauben widerspricht, und damit so zu tun, als wenn die Muslime alle ein bisschen doof wären, die ihre eigene Religion nicht verstanden haben. Hier. Nahe Medina stand ein Kloster in Bosra, im heutigen Syrien, wurde im Jahr 427 ein Bistum für arabische Stämme eingerichtet. Ja? In Kajar al-Faw, hier, es gab eine Prachtkirche in Sana'a, Jemen. Ja. Die hieß sogar Al-Kulays. Steht in islamischen Werken, steht das. Steht auch in islamischen Werken, dass es in Syrien Kirchen gab. Es hat nie jemand geleugnet, dass es auch Christen vereinzelt gab, aber die Hauptreligion der Araber war der Götzendienst gewesen. Das nur mal nebenbei, aber im Jemen, das steht in den islamischen Büchern, steht übrigens in Ibn Ishaq drin, über den eben noch hergezogen wurde. Das heißt, man tut so, als wenn die Araber das heute gar nicht wüssten und so tun, als wenn alle Araber nur Götzendiener gewesen sind. Das stimmt nicht, das wird gar nicht gesagt, in den Büchern steht was anderes.
So. 22. Manche Historiker vermuten, dass erst die in Bagdad drohende Dynastie der Abbasiden im 9. und 10. Jahrhundert die christlichen Spuren aus dem Koran tilgen ließ. Schwachsinn. Wir haben heute noch Manuskripte vom Koran, die vor den Abbasiden sind, weit vor den Abbasiden. Und außerdem gibt es immer noch viele Sachen über Christen im Koran. So, wenn das also so gewesen wäre, dann hätten sie doch wohl erst recht die Verse aus dem Koran rausgebracht, wo steht, wahrlich die Juden waren und die Christen waren und so weiter, die Sabia, alle, die an Allah und den jüngsten Tag geglaubt haben und die Gläubigen, ja, sie werden keine Angst haben. Suche 2, Vers 62 beispielsweise, hätten sie doch dann getilgt. Das heißt, hier wird behauptet, der Koran ist verfälscht. Das heißt, diejenigen, die Muhammad Rashide leugnen, loben, und diejenigen, die Hamid Abdus Samad loben, sagen zur selben Zeit, dass der Koran gefälscht ist. Und warum? Um die Leute vom Koran abzuhalten, die Nicht-Muslime, und um die Muslime zu verwirren. Deswegen, Leute, wenn ihr irgendeinen Schwachsinn lest, glaubt nicht alles, was erzählt wird. Hier, ihr seht ja, wie viel Unfug hier erzählt wird. Und nochmal an die ganzen Aschbäsch und Schiiten. Ja. Mach doch mal was dagegen. Warum muss ich immer die Aufgabe übernehmen hier? Ja. Die Welt des Kreuzes schimmert in den islamischen Quellen immer wieder durch. Als Junge, so ein Hadith, reiste Mohammed mit einer Karawane nach Syrien, wo ein Mönch ein Hautmal zwischen seinen Schulterblättern entdeckte. Ja, und was ist dagegen auszusetzen? Hat jemals ein Muslim etwas anderes behauptet? Ja, das steht in den islamischen Quellen. Die Geschichte ist übrigens nicht authentisch liest bei Ibn Ishaq, nur mal so nebenbei, weil Ibn Ishaq, das ist ja der Widerspruch, guck mal, eben wird gesagt, Ibn Ishaq ist unauthentisch, ja, und diese Geschichte ist unauthentisch nach den meisten Gelehrten, und jetzt kommen sie mit dieser Geschichte, um den Islam zu widerlegen. Das heißt, die nehmen sich einmal das, was ihnen gefällt, und einmal lassen sie das, was ihnen nicht gefällt. Okay, dann, 24. Jesus taucht 25 Mal im Koran namentlich auf. Moses wird über 130 Mal erwähnt. Die ersten Muslime beten noch Richtung Jerusalem, der heiligen Stätte der Juden und Christen. Besonders in Amerika hat sich eine Meinung durchgesetzt, die den Islam als eine Art Recycling von biblischen Traditionen ansieht, sagt die Berliner Arabistin Angelika Neuwirth. Hier wird das so dargestellt wie, ah, guck mal, die Muslime werden mit etwas konfrontiert, was sie gar nicht wussten. Das weiß jeder Muslim. 16, 17 Monate, nachdem der Prophet nach Medina umgezogen ist, hat er Richtung Jerusalem gebetet. Das zeigt viel mehr, was der Islam für eine universale Religion ist. Der Islam ist keine neue Religion, die mit dem Propheten Mohammed kam, sondern der Islam, wie wir ihn heute kennen, ist die Wiedererscheinung der Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form. Das heißt, Final Update aller Botschaften. Dann, 25. Auch verwendete er apokryphe Schriften, also Mohammed verwendete apokryphe Schriften über Maria, die keinen Eingang in die Bibel fanden. All das wurde im altarabischen Bräuchen vermischt. Das Wallfahren nach Mekka war als Zeremonie schon vor dem Islam bekannt. Ja, warum erwähnt man aber nicht, dass die Wallfahrt nach Mekka vor dem Islam bekannt war und dass sie durch Ismael, den Sohn des Propheten Ibrahim, eingeführt oder durch Ibrahim selber eingeführt wurde? Und übrigens, apokryphe Schriften, ja, es gab zur damaligen Zeit noch nicht mal eine arabische Übersetzung der Bibel. Und keiner kann verleugnen, dass der Prophet nicht in der Lage war, auf apokryphe Schriften zurückzugreifen. Das heißt, wenn es im Koran Dinge gibt, die heute in apokryphen Schriften vorkommen, das heißt Schriften, die nicht in die Bibel hineingenommen wurden, weil die christlichen Gelehrten an der Authentizität gezweifelt haben, dann zeigt das nur, dass Mohammed dieses Wissen von einer höheren Macht haben muss, weil es unmöglich für ihn war, auf solche Schriften zurückzugreifen. Naja. 26. Mohammed griff diese Underdog-Image geschickt auf. Er erklärte die Araber zu Abkömmlingen Ismaels, den Abraham mit einer ägyptischen Magd gezeugt hatte. So. Das ist übrigens auch, wenn man genau nachforscht, da können wir Beweise verbringen, auch laut der Bibel so. Dass gesagt wird, dass Ismael zu einem großen Volk gemacht wird. Ja? So, jetzt sagen sie, anfangs jedoch verfing die Botschaft nicht. Vor allem die Mekkaner lehnten den jungen Prediger ab. Also sie wollen sagen, die Botschaft, es wird hier so dargestellt, als wenn die Botschaft, dass sie von Abraham abstammen, als wenn die nicht verfing, das ist Quatsch. Das ist eine Verfälschung der Tatsache. Ja, er wurde am Anfang nicht akzeptiert. Ist das ein Zeichen, dass er falsch lag? Jesus wurde auch nicht akzeptiert. Von den meisten. Nicht am Anfang und nicht am Ende, als er gelebt hat. Das heißt also, Mohammed ist falsch, weil er wurde am Anfang nicht akzeptiert von den meisten. Aber Jesus, richtig, der wurde weder am Anfang noch am Ende akzeptiert. Meine, das ist unfassbar. Naja, weiter im Text. Wo sind die Aschbesch, wo sind die Schiiten hier? Wo sind eure Widerlegungen? Wo sind die Ahmadiyya? Wo seid ihr alle? Hier.
ihr Islamwissenschaftler. Anfangs jedoch verfing die Botschaft, vor allem die Mekkaner lehnten die jungen Prediger ab, eine Quelle zufolge bewarfen sie ihn beim Beten mit Dreck und Kadavern. Sein Onkel Abu Lahab schmähte ihn als Lügner und verletzte ihn, bis er blutete. Ja, was war denn mit Jesus? Was war denn mit Moses? Ja, wie viele Geschichten gibt es von Propheten? Ja, der wurde laut Bibel, hat man sogar versucht, ihn zu kreuzigen. Sogar die Göttlichkeit der Verkündigung wurde bezweifelt. Ja, selbstverständlich, sonst hätten sie die ja angenommen. Ja. Der Prophet schnarchte beim Empfangen seiner Offenbarung, so schildern es Hadithe, er schwitzte stark, selbst wenn es eiskalt war. Auch habe er gezittert und zuweilen Schaum vom Mund gehabt. Der türkische Arzt Dede Korkut, der eine Macke hat aus diesen Symptomen ein ganzes Buch gemacht. Seine waghalsige Behauptung, der Prophet litt an Epilepsie. Erstmal, er hatte keinen Schaum vom Mund. Und hat auch nicht am ganzen Körper gezittert. Ja? Und übrigens, das wäre dann ein Grand Mal gewesen. Da beißt man sich auch bei die Zunge, wird fällt in Ohnmacht. Das gab es nicht. Das ist eine Lüge. Und übrigens habe ich noch nie jemanden gesehen, der aufgrund von Epilepsie ein Buch schreibt und eine ganze Verfassung schreibt. Ja, ja, da lachst du. 29. Doch anders als Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt, gab er nicht auf und durchlief eine zweite furchtbare Karriere. Im Jahr 622 floh er nach Medina. Der Umzug läutete nicht nur den Beginn der islamischen Zeitrechnung ein, sondern auch eine Ära der Gewalt. Hundertfach haben muslimische Theologen den Wechsel des Standorts schön geredet. Die Mekkaner, heißt es, hätten den unbequemen Prediger und strengen Verfechter des Eingottglaubens ermorden wollen. Deshalb sei er jetzt über 400 Kilometer entfernte Medina emigriert. In Wahrheit hatte der Mann schon zuvor heimlich versucht, politische Bündnisse gegen seine Brüder aus Mekka zu schließen. Am Ende sagten ihm die räuberischen Stämme der Aus- und Khazraj Schutz zu. Sie lebten in Zelten am Rande der vornehmlich von Juden bewohnten Ost-Oasenstadt Rafi, Yathrib des späteren Medina. Schwachsinn. Die Hauptstämme von Mekka und Medina waren die Aus- und Khazraj. Und es gab auch noch drei Hauptstämme der Juden, nämlich Benu Kainuka, Benu Nadir und Benu Qurayza. Ja, das heißt, es gab dort sowohl Juden, aber hier wird das so dargestellt, als wenn da hauptsächlich Juden gelebt hätte. Falsch, stimmt nicht. Zweite Sache ist, dann wird hier so dargestellt, als wenn er aber schon vorher versucht hätte, ganz geplant gegen seine Brüder in Mekka etwas auszurichten. Das ist auch eine Verfälschung der Fakten. Nach dem 10. Jahr, als der Prophet so unterdrückt wurde von den Führern in Mekka, hat er versucht, Leute zu finden, die ihm helfen können. Ja, und die hat er dann auch gefunden, insbesondere im 11. Jahr, Leute von den Leute aus Medina, die Ansar genannt werden, und ist aber dann erst im 13. Jahr übergeliefert, als man versucht hat, ihn zu ermorden. Das heißt, wäre es ihm nur darum gegangen, ja, auszuwandern und Leute zu finden als Allianz, um gegen seine Leute zu kämpfen, dann wäre er schon vorher ausgewandert zum Aus- und Khazraj. Aber er ist erst später ausgewandert. Ja? Und er hat das nur gemacht, und das leugnet auch gar keiner, weil sie ihn unterdrückt haben, boykottiert haben, teilweise seine Anhänger getötet haben. Das ist der Erste, der unterdrückt wird und dann kritisiert wird, dass er sich Leute als Allianz gegen seine Feinde sucht. Also das ist eine dreckige Verfälschung der Fakten, das ist unfassbar. Hier, Aschbäsch, Schiiten, wo ist eure Stimme? Lasst ihr das zu, dass eure Religion so doch schön direkt gezogen wird? Naja. Weiter im Text. 31. Ganze Stämme ließ der Prophet nun niedermetzen und vertreiben, etwa die Banu Nadir, weil sie angeblich einen Mordanschlag gegen ihn planten. Zuletzt erwischte er die Banu Qurayza. Alle Männer wurden hingerichtet. Quellen zufolge waren es zwischen 400 und 900 Frauen und Kinder versklavte man. So. Warum wird nicht erwähnt, was Banu Qurayza vorher geplant hat? Und warum wird nicht erwähnt, dass eine bestimmte Person gekommen ist, die nicht an dem Verrat von Banu Qurayza, denn Banu Qurayza hat geplant, den Propheten auszurotten. Und Banu Nadir, sie haben versucht, den Propheten zu töten. Und da hat er sie vertrieben. Warum wird nicht erwähnt, was vor mit Banu Qaynuqa passiert ist? Dass sie einen Muslim getötet haben, dass sie die Verträge mit den Muslimen gebrochen haben, dass sie versucht haben, die Muslime zu töten, dass er zwei Stämme vertrieben hat und beim dritten und dann dieser zweite Stamm, der vertrieben ist, nach Khaybar gegangen ist und dafür gesorgt hat, dass Medina später angegriffen wird, dann hat er den dritten Stamm exekutiert, die Männer, die an dem Verrat beteiligt waren. Wird das nicht erwähnt? Faktenverdrehung. Hier, Aschbäsch, Schiiten, wo seid ihr? Hier,
32, nur, was war das noch, der alte Mahner der Barmherzigkeit? Mohammeds Sekretär kam Zweifel um die Echtheit der göttlichen Offenbarung. Hier, es gab unterschiedliche Situationen. Es gab unterschiedliche Situationen und je nach Situation hat der Prophet unterschiedlich gehandelt. Aber gerade die Verse der Verzeihung kamen in der medinesischen Zeit. Weil das ist immer dieses typische Schema. Es wird gesagt, ja, ganz am Anfang gab es ja nur die Barmherzigkeit, bla bla bla, und dann später ist man übergegangen zur Gewalt. Nein, das stimmt nicht. Sondern die meisten Situationen mit Barmherzigkeit findet man sogar in der medinesischen Zeit. Zum Beispiel Sura 60, Vers 8. Allah hat euch nicht verboten, diejenigen, die euch nicht wegen eurer Religion bekämpft haben und euch nicht hörte, aus euren Häusern vertrieben haben, mit Güte zu wandeln. Das ist eine medinesische Sura. Der Prophet a.s. bei Schlacht von Dhat-ul-Reqa war ein Mann, ja, der Prophet hat unter einem Baum geschlafen, dann stand ein Mann vor ihm, hat sein Schwert vom Baum genommen und sagte, wer will dir jetzt gegen mir helfen? Dann sagt der Prophet Allah, oder dreimal Allah, ihm fiel das Schwert runter, und dann nahm der Prophet das Schwert und hat gesagt, wer will dir jetzt gegen mich helfen? Und dann sagte der Mann, ich werde nicht gegen dich kämpfen und werde keinen unterstützen, der gegen dich kämpfen, hat der Prophet ihn ziehen lassen. Das sind alles Dinge, die in der medinesischen Zeit passiert sind. Der Friedenspakt von Hudaybiyah, der große Friedenspakt, ist alles etwas, was in der medinesischen Zeit passiert ist. Ja? Und wenn man sich die Verse des Dschihads genau anguckt, ich habe da mehrere Vorträge drüber, dann sieht man, dass es immer wieder darum geht, ja, dass es einen Ausweg für die Nichtmuslime gibt. Und ein Vers, der besonders gerne zitiert wird, ist der Vers in Sure 9, Vers 5. Ja? Ja, tötet sie, wo immer ihr sie findet. Ja? Nee, nicht tötet sie, wo immer ihr sie findet. Ja? Sondern hier. Und wenn dann die heiligen Monate vorüber sind, tötet jene, die etwas andere, neben Gott Göttlichkeit zuschreiben, wo immer ihr auf sie stoßt. Und nehmt sie gefangen und belagert sie und lauert ihn an jedem vorstellbaren Ort auf. So. Das ist das Erste. Doch wenn sie bereuen, sich in das Gebet machen und die reinigen Abgabe entrichten, lass sie ihres Weges ziehen, denn siehe, Gott ist viel vergeben, ein Gnadenspender. Jetzt Vers 6. Also hier wird erstmal erwähnt, was passiert mit denjenigen, die kämpfen. Das heißt, das ist ein Vers, der in einer Kriegssituation herabgesandt wurde. Was mit denen passiert, die Islam annehmen. Und jetzt mit denen, die Islam nicht annehmen, aber keinen Krieg mehr führen wollen. Und wenn einer von jenen, die etwas anderen neben Gott Göttlichkeit zuschreiben, deinen Schutz sucht, das heißt, er will nicht mehr gegen dich kämpfen, was sollst du dann mit ihm machen? Schlacht ihn trotzdem? Nein. Gewähre ihm Schutz, auf dass er das Wort Gottes von dir zu hören imstande sein möge und darauf geleite ihn zu einem Ort, wo er sich sicher fühlen kann. Das heißt, hier ist ganz klar, soll sie nicht töten, sondern soll sie das Wort Allahs hören lassen. Selbst wenn er es dann nicht annimmt, soll sie ihn zu einem Ort der Sicherheit bringen. Aber diesen Vers 6, der wird natürlich nicht zitiert von den Islamwissenschaften. Aschbesh, Schiiten, Sufis, wo seid ihr, Leute? Hier, der Islam wird durch den Dreck gezogen, ihr Verteidiger des Islams. Aber ihr verteidigt den Islam, ihr verteidigt nur eure eigene Sekte. Deswegen gehen auch 99% eurer Vorträge über diese Themen. 99% der Schiiten gehen nur gegen die Sunniten, ja, das ist die Sunniten-Falschen, das ist Abu Bakr ein Käfer. Und 99% der Ahbash gehen nur über die fünf Säulen des Habaschismus, ja. Tabarru, Tawassul, ja. Allah, ist nirgendwo. Und so weiter und so fort. So, dann Mohammeds Sekretär kam Zweifel. Auch eine unauthentische Geschichte. Ja? Und außerdem, wenn ein Sekretär Zweifel bekommen hat oder irgendeinen Schrott erzählt, was mit den ganzen anderen Sekretären? Hier wird so getan, als wenn Mohammed nur einen Sekretär gehabt hat. Warum wird gesagt, Mohammeds Sekretär? Warum wird nicht gesagt, einer der Sekretäre? 33. Ist das Drama des Islam, dass ein großes Buch als unverwelkliches Wort Gottes gilt, das direkt aus dem Himmel herabgereicht wurde. Nur wenige auserwählte muslimische Gelehrte dürfen es offiziell ausdeuten, ist auch nicht ganz korrekt, aber geht die Botschaft des Glaubens nicht alle Muslime an? Also Sie wollen jetzt erzählen, die Botschaft des Islams geht alle Muslime an, aber das Buch ist ja verfälscht. Hier nochmal. Es ist das Drama des Islam, dass ein großes Buch als unverfälschtes Wort Gottes gilt, das direkt aus dem Himmel herabgereicht wurde. Ja. Das heißt, sie wollen sagen, das ist verfälscht, das Buch. Und dann schreibt er,
Aber nur wenige Gelehrte dürfen es deuten. Aber geht die Botschaft des Glaubens nicht alle Muslime an? Ja, wenn laut eurer Aussage die Botschaft sowieso verfälscht ist, wofür sollen die Muslime daran festhalten? So, das sind Leute, die behaupten, der Islam ist verfälscht, der Koran ist verfälscht, die zur selben Zeit Muhammad Rashide, Hamid Abdus Samad loben. Jetzt, Muhammad Rashide ist doch angeblich jemand, der für Islam ist. Lamia Kador ist doch angeblich eine Frau, die für den Islam ist. Ihr lest diese Beiträge, warum widerlegt ihr die Aussagen nicht? Da seht ihr, dass das Heuchler sind. Wenn sie den Islam wirklich lieben würde, dann würden sie doch was dagegen sagen. Ihr seid doch die großen Professoren. Das heißt, dein Name wird hier missbraucht. Warum schreibt jetzt Muhammad Rashide kein Buch, wo er beweist, dass der Koran nicht verfälscht ist? Was interessiert ihn gar nicht? Sein Heuchler ist das. Seine Person, die sich als Muslim ausgibt. So. Hier, hunderttausende Menschen werden vergiftet. 10.000 Muslime werden vergiftet mit diesen Gedanken. Wo sind die ganzen Heuchler, die behaupten, den Islam verteidigen sollen? Warum machen die nichts dagegen? Warum sagen die nichts? Wo seid ihr? Ja, hier wird der Prophet durch den Dreck gezogen, hier wird der Koran als verfälschtes Buch dargestellt, hier wird die Geschichte als etwas Verfälschtes dargestellt, als etwas Abgeschriebenes. Wo sind die ganzen Muslime, die behaupten, den Islam zu verteidigen? Wo seid ihr? Wo habt ihr euch versteckt? Bei der Arbeit? Oder wo habt ihr euch versteckt? Solange ihr das Geld, habt ihr euch mit dem Verfassungsschutz zusammengetan oder was? Wo ist die Tipp? Wo ist Milgerisch? Wo ist der Zentrale? Wo sind eure Widerlegungen? Wo ist Muhammad Rashide? Ihr seid doch Islamwissenschaftler. Hier, widerlegt das doch. So. Warum muss ich zwischen Tür und Angel, das machen? Wo seid ihr? Wo sind die ganzen Superschüjuch? Wo sind sie gelandet? Hier wird versucht, Leute zu Kuffar zu machen, Muslime zu Kuffar zu machen und Nicht-Muslime vom Islam abzuhaben. Wo seid ihr? Sallallahu alaihi wasallam. Wo seid ihr? Und den Propheten, alaihi salatu wasallam, zu verteidigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Recht haben und nicht Last geben. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح.